Vielen Dank für die Anwesenheit. Jetzt haben wir gehört im Referat von Thomas Fischer, es gibt einige Änderungen, einige gute Änderungen, ein paar unschöne Sachen. Wie ist es für Sie oder für dich? Was sind für dich jetzt aus Sicht beispielsweise eines Anbieters wie der Swisscom eine der wichtigen Änderungen, die da kommen, insbesondere für die ICT-Thematik? Also du, vielleicht noch kurz vorausgeschickt, du warst schon in einer Session heute Nachmittag, Anbietersicht. Schüle Totz ist Juristin bei der Swisscom, aber vertritt jetzt auch in dem Sinn die Rolle der Anbieter. Vielen Dank. Also, was wir bereits von Herrn Fischer gehört haben, ist, es ist keine Revolution. Es ist nicht so, als ob jetzt alles anders wird mit diesem neuen Gesetz. Was wir sehr begrüßen, und das ist tatsächlich eine große Änderung, ist eine stärkere Vereinheitlichung, sowohl auf Kanton, also von der kantonalen Ebene und der Bundesebene. Dies gibt Transparenz, dies fördert die Transparenz für uns und es trägt sehr stark zur Rechtssicherheit bei. Ich denke, das ist ein entscheidender Impact, der für uns im Vordergrund steht. Was uns noch fehlt, wenn ich da schon einhaken darf, ist die Rechtssicherheit bezüglich Themen, zum einen die Vorbefassung, du kennst das als mein Steckenpferd. Es wurde zwar jetzt geregelt, sowohl auf kantonaler als auch auf Bundesebene, aber was wir noch nicht haben, ist eine Pflicht der entsprechenden ausschreibenden Stellen, tatsächlich einen solchen Ausgleich zu tätigen. Das heißt, wir haben zwar eine Möglichkeit, allfällige Vorteile im Rahmen der Ausschreibungsverfahren auszugleichen, aber es besteht keine Pflicht und das gesamte Risiko bleibt immer noch bei den Anbietern. Das Zweite, was uns fehlt, ist die Rechtssicherheit bei den Ausschlussgründen. Es gibt nun mehr Ausschlussgründe, einige davon sind auch absolut berechtigt. Allerdings ist es auch dort etwas willkürlich zum Teil, gerade wenn es um nicht korrekte oder nicht fehlende Zuverlässigkeit jetzt grob gesagt geht. Das ist objektiv schwer beurteilbar und wie man dagegen vorgehen könnte, was die rechtlichen Schritte wären, das ist noch sehr wenig geregelt. Vielen Dank, das sind schon einige spannende Punkte. Herr Professor Trüb, Sie sind ja der ominöse Begleiter dieser Aurora-Arbeitsgruppe. Sie kennen all diese Verhandlungen und diese Gespräche, die da zwischen den Kantonen und dem Bund geführt wurden. Wie sehen Sie das? Also Frau Schüle-Totz hat jetzt eben zwei Punkte genannt. Vorbefassung, Ausschlussgründe sind noch zu unklar. Haben Sie sich ein bisschen davor gedrückt oder wieso ist das nicht klarer? Ich wusste nicht, dass wir da Omen verbreitet haben, aber grundsätzlich nicht mal bin ich mit der Analyse von meines Kollegen sehr einverstanden. Schlussendlich, oder im Film, den ich schätze, ich bin ein Western-Liebhaber, gewinnt ja der Gute obsiegt, der eine stirbt in der Wüste, ich weiß nicht mehr, ob es der Hässliche ist, und der andere verdurstet wahrscheinlich, nachdem er ihm den Strick durchschneidet oder durchschießt. Der Gute wird gewinnen und das ist das Ende, das wir dort sehen und uns hoffen. Insofern sehr einverstanden. Die paar kleinen Differenzen, die wir vielleicht noch haben, Thomas, die können wir beim Kaffee, wir sind nicht die letzten Südkoreaner, haben auch noch nicht ratifiziert, die anderen 43, also die Europäer en bloc haben. Ja. Aber am Schluss, weißt du, musst du das Glas 95% voll sehen und nicht 5% leer. Das bringt so ein bisschen die Politik mit sich. Das habe ich auch lernen müssen, obwohl ich sonst eher kompromisslos bin. Zu deinen Punkten, wir haben nicht versucht, das Rad neu zu erfinden. Das ist richtig, wir haben versucht, das, was besteht, das lebendige Recht zu kodifizieren, das da in Lückentexten war. Und wenn ihr fragt, was ist jetzt eigentlich die Leistung dabei? Ja, es ist nicht eine Riesenleistung, aber trotzdem kann man ein bisschen stolz sein. Weißt du, man hat heute
haben wir, meine Beschaffung ist ein Binnenmarktthema. Ja, Binnenmarkt in der Schweiz, aber auch ein GPA-Binnenmarktthema. Und dass wir heute für, sagen wir, 26 Staaten und den Bund 27 Ordnungen haben, ja, und in der EU zum Beispiel für 27 Länder dieselbe eine Ordnung, das sind jetzt 28, aber die Pointe ist besser mit 27. Das ist wirklich ein bisschen schwierig zu verstehen von außen. Wir brauchen eine einheitliche Ordnung. Also der Binnenmarktgedanke sollte eben auch beim Gesetzgeber ankommen. Das war die erste Nachricht, die wir rüberbringen wollten. Das ist, glaube ich, gelungen. Und das hat ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Und nicht nur die Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe ist schon lange fertig. Das, so viel kann man, glaube ich, verraten. Es haben weitere Mühlen gemalt. Schlussendlich, warum haben wir nicht alles im Detail mehr geregelt? Ich habe wieder mal die Richtlinie mitgenommen, die da die 18er 2004 abgelöst hat, die Richtlinie vom Februar 14. Die ist doch inzwischen so gegen 300 Seiten stark mit allen Anhängen und alleine 94 Artikel und Definitionen über 30 Seiten. Man kann schon so legiferieren, aber das ist irgendwie nicht ganz die Tradition in der Schweiz. Wir haben versucht, einen Text zu machen, der die Leute verstehen. Wenn man das Gesetz gelesen hat, glaube ich, kann man sich fast schon Vergabeexperte nennen. Ja? Und das war ein bisschen das Ziel, man soll es lesen und verstehen, wer ist unterstellt, was ist die subjektive Unterstellung, was ist eigentlich ein Vergabegeschäft, was sind die Ausnahmen, was sind die Besonderheiten und aufhören mit diesem Flickwerk, das wir bisher haben. Ich glaube, das ist relativ viel wert. Gleichzeitig hatten wir ein bisschen Mut zur Lücke. Einverstanden, es hat Lücken. Aber ein lückenloser Gesetzestext, das will niemand. Das ist nicht mehr lesbar, das wird dann halt ein Expertenentwurf. Und das hat man bewusst nicht gemacht. Viele Fragen, Mini-Tender-Anfechten, findet man im Text. Man hat zum Beispiel eine abschließende Liste der anfechtbaren Entscheide. Ist klar, Mini-Tender ist nicht drin, damit es nicht anfechtbar. Andere Dinge hat man halt in die Erläuterungen verschoben und in die Botschaft, die dann kommen wird. Und das ist nicht schlecht, Material in Hilfen. Und dort werden wir auch ein bisschen was zur Vorbefassung, nicht wir, aber das Team von Vadebimont mit etwas zur Vorbefassung sagen und zu den Ausstandsregeln, aber nicht alles in den Text reinpacken. Sehr gut, vielen Dank. Mut zur Lücke, das muss ich mir merken. Thomas, wie ist es für dich? Jetzt nochmal ganz konkret, wenn jetzt schon wir hier auf diesem Panel sind, was wäre jetzt noch der eine Punkt gewesen, den du hättest gerne fragen wollen? Also eine Frage wurde mir bereits beantwortet, was die Mini-Tender betrifft. Es ist tatsächlich so, die Liste ist abschließend, aber die Frage wurde im kantonsinternen Verfahren durchaus wieder aufgeworfen. Also da, es könnte durchaus schwierig werden, einen Mini-Tender nicht anfechtbar zu machen, weil das auch die Glaubwürdigkeit eines solchen Verfahrens beschädigen könnte. Wenn man einen Mini-Tender nicht anfechten kann, heißt das, man hat quasi die Katze im Sack gekauft. Aber das wird die Praxis zeigen. Für mich ist vor allem im Vordergrund, wie schnell können wir uns, wenn die neuen Instrumente der Verhandlung, des Dialogs kommen, wie schnell schaffen wir das in der Beschaffungskultur der Schweiz zu verankern, dass wir uns daran gewöhnen, zu dialogieren und uns nicht einfach hinter unseren Pflichtenheften zu verstecken. Wie schnell können wir uns daran gewöhnen, zu verhandeln, und zwar nachvollziehbar und so, dass am Schluss eine bessere Lösung rauskommt, außer einfach 100 Seiten Protokoll. Darauf habe ich im Moment noch keine Antwort. Das finde ich eine sehr spannende Frage. Beschaffungskultur, eben letztlich haben wir ja auch schon heute eine Gesetzgebung, wo man einen gewissen Interpretationsspielraum hat. An wen darf ich die Frage weitergeben? Sie wahrscheinlich eher nicht. Okay. Also wenn Sie den Text gesehen haben zu den Verhandlungen, vielleicht auch interessiert mich natürlich die Meinung der Anbieter, dann ist das auch ein sehr moderater Vorschlag. Der Text sagt heute, der Vorschlag, Verhandlungen nicht um der Verhandlung willen, Preisverhandlung nicht um der Preisverhandlung willen, sondern Sie brauchen einen Grund zum Verhandeln. Das hat den Hintergrund, wir sehen auch in den Kantonen, nicht in allen, es muss nicht jeder betroffen werden, aber wir sehen auch in Kantonen, dass Verhandlungen durchaus stattfinden. Wenn Sie sehen, dass, wenn Sie eine Anbietervariante erhalten, das im IT-Bereich ist oder im Infrastrukturbereich, Sie machen irgendeine Kanalisationssanierung,
alles im Tagbau und dann einer kommt und sagt, ich mache es mit Schächten und unterirdisch 15% weniger, dann geht man zurück und sagt, könnt ihr das auch so, macht eine Nachtragsofferte. Und das ist eine Verhandlung, das ist gleichzeitig eine Preisverhandlung, es hat einen Preiseinfluss. Und das ist auch richtig, kein Problem, soll man machen. Aber man soll nicht, wenn man klüger wird im Verfahren und nicht eine wesentliche Änderung des Projekts vornimmt, aber eine kleine, die eben dann effizientere Lösungen hat, soll das möglich sein, ohne einen Abbruch und den Verlust von nochmal 3 bis 6 Monaten. Das verträgt es nicht, das hat nichts mit der Effizienz von Beschaffung zu tun. Und insofern ist diese Bestimmung auch ein Gebot der Ehrlichkeit. Sagen wir doch, das machen wir aber nur unter diesen Voraussetzungen und dann haben wir Regeln, die gelten. Es wird da nicht unter den Tisch fallen, sondern wird das auf dem Tisch ganz transparent gemacht und protokolliert und festgehalten. Das finde ich viel besser, als wenn man so subkutan entgegen dem Abgebotsverbot der IWÖB oder der VWÖB zu verhandeln beginnt. Können Sie noch ganz kurz sagen, was ändert sich konkret jetzt im Gesetzestext, also gegenüber heute? Ja, bisher war die Verhandlungserlaubnis im Bund unbegrenzt. Man konnte reine Abgebotsrunden machen. Heute haben wir 3 Elemente. Wir haben eine elektronische Auktion im Entwurf, wir haben Dialog und wir haben Verhandlungen bei komplexen Aufträgen, wo die Parteien während der Beschaffungsvorgangs, das darf man, ohne dass ein Dialog vorliegt, klüger werden und kleine Projektanpassungen im Rahmen des ursprünglichen Scopes vornehmen. Das passiert, das ist Praxis. Und das ist neu im Bund, führt zu einer Einschränkung. In Kantonen hatten wir bis jetzt ein Verbot der sogenannten reinen Preisverhandlungen. Wir hatten auch in den Kantonen Verhandlungen von Verträgen und anderen Offertteilen, aber nie reine Preisverhandlungen. Und das wollen wir auch nicht. Es ist nicht eine Ermächtigung zu bloßen Abgebotsrunden, weil es gibt ökonomisch, empirisch gibt es keine Studie. Ich habe lang gesucht und suchen lassen, die Ihnen sagt, eine offene Auktion sei effizienter als eine geschlossene. In einer offenen kommen Sie immer ein bisschen höher rein, wenn Sie wissen, das Fallen gehen runter. Und in einer geschlossenen kommen Sie mit dem besten Angebot rein. Und das sagen wir. Wir hatten eine Ausschreibung, sage ich zum Beispiel, eines Elektrizitätsunternehmens für ein großes Projekt in der Innerschweiz. Da ist der Baumeister etwa 100 Millionen tiefer reingekommen. Hätte man das in Verhandlungen so weit gewesen, selber ein bisschen erschrocken, oder? Die machen noch Offertöffnungen dort und gesagt, ja, war nicht ein bisschen tief, aber das zeigt, dass geschlossene Auktionen, also mit einem Bit, durchaus auch effizient sein können. Also so kann man es nicht begründen, rein mit der Effizienz, aber man kann zeigen, dass eben Projekte ein bisschen modifiziert werden im Laufe des Verfahrens, was gut ist, und dann soll man reagieren können. Dann verstehe ich Sie richtig, es gibt geschlossene Auktionen, die jetzt möglich sind, oder auch offene? Beides. Also der Grundsatz im Kanton ist immer noch, wir verhandeln nicht. Aber wenn diese Voraussetzungen der IWÖB, die wir haben, und eine sind diese komplexen Aufträge, wo es eben dann zu Preisanpassungen kommt, die vorliegen, dann verhandeln wir unter ganz klaren Voraussetzungen, mit klaren Disziplinen, wie wir das festhalten. Was ich mich natürlich wundere jetzt, Sie sind einerseits sind Sie ja Anbieterin, aber Sie sind auch zwar nicht Vergabestelle, aber Sie kaufen auch viel ein, oder? Wie Sie das sehen. Dankeschön. Wir kaufen schon viel ein, aber hier bin ich jetzt mal als Anbieterin. Ich kann mich Ihren Aussagen anschließen. Wir begrüßen sehr, dass die Frage der Verhandlungen jetzt geregelt wird. Bisher ist es zwar so, dass viel verhandelt wird, wahrscheinlich mehr als man denkt, aber das ist nirgends geregelt. Viele, viele ausschreibende Stellen stellen sich sogar auf den Standpunkt, das ist gar nicht erlaubt. Und das ist für uns als Anbieter, wahrscheinlich für alle Anbietenden, extrem schwierig, weil das eine Element des Preises, der ist sicher wichtig und dort hat es einen Einfluss, ob sie nicht wissen, was die anderen bieten und sie müssen einfach ihr bestes Angebot einreichen. Dafür gibt es einen legitimen Grund. Aber manchmal geht es um die Rahmenbedingungen oder es geht um die Details der Lösungsfindung. Und dort kann es durchaus sinnvoll sein, dass man einen gewissen Ausschau pflegt. Heute wird das oft gemacht, aber immer mit der Unsicherheit, dürfen wir das eigentlich tun? Es stellt sich dann auch die Frage, das haben wir in der letzten Fachsession diskutiert,
Was ist überhaupt als Verhandlung zu qualifizieren? Ist es nur eine Verhandlung, wenn es um die wesentlichen Leistungselemente geht, also die Essentialia des Vertrages sozusagen? Oder ist es auch eine Verhandlung, wenn wir nur über vertragliche Nebenpunkte sprechen? Da kommen wir dann auch in die Richtung, was eignet sich als Eignungskriterium oder nicht. Im Moment ist es jedenfalls so, dass wir zwar teilweise durchaus verhandeln können und eine Gesprächsbereitschaft auf Seiten der ausschreibenden Stellen sehen, aber eine sehr große Unsicherheit existiert, was wir tun können, was wir als Anbieter tun dürfen, um nicht irgendwo was falsch zu machen, aber auch was die ausschreibenden Stellen überhaupt, was ihnen erlaubt ist. Okay, vielen Dank für die zwei interessanten Voten. Ich habe noch viele andere Fragen mir aufgeschrieben, aber ich möchte jetzt gerne das Mikrofon öffnen für die letzten 10 Minuten und fragen, damit Sie jetzt auch die Möglichkeit haben, in dieser illustren Runde Ihre Fragen zu stellen. Wem darf ich das Mikrofon jetzt übergeben? Vielen Dank, mein Name ist Jürg Pauli von der Firma Xelcor. Ich habe gelernt, dass für Aufträge ab 150.000 Franken Rechtsschutz ausgebaut werden soll, wobei das Verfahren einfach und schnell gehen soll. Nun graut mir aus der Sicht des Anbieters wie auch des Ausschreibers von der Vorstellung, dass ein Einladungsverfahren dieselbe Beschwerderesistenz haben sollte wie eine offene Ausschreibung. Und ich vermute, das ist unwirtschaftlich. Weshalb hat man sich für so eine unwirtschaftliche Lösung jetzt in diesem Entwurf entschieden? Ist das unwirtschaftlich? Wissen Sie, neben dem Rechtsschutz ist wahrscheinlich auch die Demokratie und andere uns liebe Institutionen sind relativ unwirtschaftlich. Am Schluss sehen Sie, ich bin völlig bei Ihnen, aber es hat nichts mit einladungsoffenes Verfahren zu tun. Viele Beschaffungsentscheide, wenn ich sehe, wie das Verwaltungsgericht sich über Bahntechnik-Details oder Rollmaterial-Details beugt und entscheiden muss, ob ein Cantilever-Stuhl besser ist als ein Stuhl mit vertikaler Strebe und entsprechend ein Punktabzug gerechtfertigt ist oder nicht, muss ich fragen, wie weit eignen sich überhaupt Zuschlags- und so komplexe Beschaffungsentscheide für den Rechtsschutz, außer es liegen krasse Fehler vor. Die Gerichte gehen damit um, indem sie die Kognition sehr stark beschränken, oder? Bewertungsrügen sind von vornherein, können Sie vergessen, sie sind nicht das Papier wert, sie müssen wirklich so eine Smoking Gun haben, eine Vorbefassung oder einen anderen groben Fehler, einen Cousin oder Göttibuben, der vielleicht noch einen kleinen Beitrag erhielt, wenn sie Erfolg haben wollen. Die Frage ist wirklich, wie wirtschaftlich einerseits ist der Rechtsschutz und wie sinnvoll ist es, dass wir in diesen Fragen, und Beschaffungsrecht ist Teil halt der realen Verwaltungstätigkeit, dass wir die Gerichte da wieder anrufen. Aber das ist eine Klammer. Also wirtschaftlich sicher nicht. Rechtsschutz ist immer unwirtschaftlich, auch in anderen Bereichen und etwas aleatorisch, wenn wir ehrlich sind. Aber am Schluss haben wir in der Verfassung eine Rechtsweggarantie. Und wir haben ein paar 29a, hat sich mal reingeschlichen nach der Justizreform, nicht von allen zur Kenntnis genommen. Aber das ist Verfassungsrecht und im Gegensatz zum Völkerrecht, da ist die Frage ja noch offen, sind wir schon an die Verfassung gebunden? Das war ein Scherz, wir sind auch ans Völkerrecht gebunden, sonst würden wir nicht hier sitzen. Und das bedeutet, dass wir mit Ausnahme der sogenannten Regierungsentscheide, Acte Gouvernement, sollten wir an sich bis null Rechtsschutz anbieten. Das wäre viel schlimmer noch. Wäre noch viel schlimmer und wir haben viele Stimmen auch innerhalb der Verwaltung, die sagen, an sich braucht es Rechtsschutz ab null. Das, was die Kantone heute, einige Kantone schon kennen. Das wäre nicht ganz Neues. Und in dieser Situation hat man versucht, einen Kompromiss zu finden und gesagt, ja, also, frei, wenn man schon Freihänder zulässt, gibt es so keinen Sinn, dass man unterhalb des Schwellenwertes für Freihänder noch Rechtsschutz einführt. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Also beginnen wir dort. Dort finden wir auch einen Teil der Lehre, der zustimmt für Freihänder, unter dem Schwellenwert, nicht andere Freihände darüber, sondern darunter macht es keinen Sinn. Und so hat man sich auf die 150 also geeinigt.
ist ein Vorschlag. Ich erwarte viel, viel Diskussion zu dem. Schlussendlich ist aber wirklich eine Frage nicht der Wirtschaftlichkeit, sondern der Rechtsstaatlichkeit und wie wir mit dieser Rechtsweggarantie in der Verfassung umgehen wollen. Vielen Dank für diese Erläuterungen. Gibt es weitere Fragen? Kilian Buhmann von der Matterhorn Gotthardbahn. Ich habe die Frage von Frau Hotz noch nicht beantwortet bekommen, von Herrn Trüb, betreffend Vorbefassung, das Ausgleichen der Vorbefassung. Können Sie da ein bisschen näher beschreiben, wie kann das stattfinden, was gibt es für Möglichkeiten, weil Grundsatz ist, wer plant, der baut nicht. Und jetzt gibt es Ausgleichsmaßnahmen, könnten Sie das ein bisschen konkreter noch ausführen? Was ist Vorbefassung, was ist nicht Vorbefassung? Ja, das ist ein Klassiker, oder? Wie andere. Wir haben hier einen Konflikt. Frau Klausen hat schön dargestellt, wir wollen einerseits Gleichbehandlung haben, andererseits wollen wir Wirtschaftlichkeit. Manchmal geraten die beiden Grundsätze in einen Konflikt. Manchmal wäre es vielleicht besser, jemanden mit Vorbefassung auch realisieren zu lassen, weil es günstiger wäre. Aber wir wollen auch diesen Marktzutritt und die materielle Gleichbehandlung im Sinn einer relativen Chancengleichheit wollen wir offen halten. Das bedeutet, Sie können nicht ein Generalrezept erwarten, was Sie machen müssen. In vielen Fällen, Planung, Bau völlig bei Ihnen, in vielen Fällen sind es bei Dauerverträgen beispielsweise Anbieter, die die Leistung schon erbracht haben. Es ist ein häufiger Fall, dass wir Dauerverträge haben, 4, 8 Jahre, und die werden neu ausgeschrieben und ein bisheriger Anbieter hat natürlich viel mehr Kenntnisse als ein Neueintreten in den Markt. Und was man da versucht zu machen, ist, möglichst viele Dokumente, Prozesse, Know-how des bisherigen Anbieters zu kodifizieren. Das muss man schauen, dass man schon in den Verträgen so abbildet und dann mit den Ausschreibungsunterlagen offenzulegen. Ganz ausgleichen, die Soft Facts können Sie nie. Ist nie möglich. Ja? Und es ist immer ein Spagat, wie weit sind Sie der Wirtschaftlichkeit verpflichtet und wie weit wollen Sie auch aktiv etwas tun, um alleine Rotation zu ermöglichen und neuen den Eintritt. Aber das ist ein stetiger Spagat und eine Gratwanderung. Leider kein Patentrezept dafür. Juliette. Es reicht mir immer noch nicht. Also es ist ja so, zum einen sind diejenigen Anbieter, die bereits eine Leistung erbringen, die sind weniger das Problem. Die gelten auch nicht als vorbefasst. Sondern es geht primär gerade in der ICT um solche Sachverhalte. Das erleben wir oft. Es soll künftig eine Leistung ausgeschrieben werden. Man weiß, das wird schwierig. Man braucht ein Konzept. Dann tritt man an einen Anbieter heran, von dem man denkt, der weiß wahrscheinlich etwas darüber. Wir selber haben intern nicht die Kenntnisse oder die IT-spezifischen Fachkräfte. Und man kauft Beratungsleistungen ein. Unser Problem, wenn so eine Anfrage kommt, ist, dass wir wissen, wir haben diese Berater und wir könnten helfen. Aber dieses Beratungsprojekt, das ist nicht so viel wert. Das wirklich teure Projekt, das kommt erst später. Also haben wir, wenn wir uns ganz strikt an die Regeln halten, überhaupt kein Interesse zu helfen. Das ist ein Problem. Denn es ist nun mal eine Tatsache, dass die ausschreibenden Stellen nicht alle eine interne IT haben, die über alle Fachkenntnisse verfügt, sondern das sind ja eben gerade die Fachanbieter. Also ist es absolut sinnvoll, dass man dort Beratungsleistungen einkauft. Und wir möchten diese auch anbieten. Unser Approach, kann ich Ihnen mal sagen, ist, wir beteiligen uns nie an irgendwelchen Entwicklungen von Ausschreibungsunterlagen. Wir versuchen immer möglichst weit weg von einer konkreten Ausschreibung zu bleiben. Aber wir bieten Beratungsleistungen beispielsweise bei einer Konzeptentwicklung an. Gleichzeitig mit dem Angebot dieser Leistungen,
diskutieren wir mit der ausschreibenden Stelle und sagen denen ganz offen, ich denke, das ist heute die einzige Methode, die wirklich funktioniert, wir würden dann gerne auch später mitmachen. Was kannst du für uns tun? Sicherst du uns heute zu, dass du diese Unterlagen offenlegen wirst? Das können ja nicht wir entscheiden. Das macht die ausschreibende Stelle in der Ausschreibung. Sicherst du uns zu, dass du die notwendigen Unterlagen veröffentlichen wirst, dass du offenlegen wirst, dass wir dir geholfen haben und dass du den anderen Anbietern mehr Zeit einräumen wirst, um diese Unterlagen zu bearbeiten? Heute haben wir nur die Möglichkeit, das als Bitte an die ausschreibenden Stellen heranzubringen. Und gemäß neuem Gesetzesentwurf ist das zwar geregelt, sowohl auf Bundesebene als auch auf kantonaler Ebene. Es bleibt aber immer noch nur die Möglichkeit der Bitte, der Anfrage. Es gibt keine Pflicht der ausschreibenden Stellen, diesen Ausgleich des Wettbewerbsvorteils tatsächlich auch umzusetzen. Und es gibt auch keine Pflicht, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu entscheiden, ob er das denn tun will oder nicht. Das heißt, was wir gerne hätten, ist eigentlich keine große Änderung und auch nicht viel mehr Text, sondern einzig allein die Pflicht, dass sich eine ausschreibende Stelle entscheidet, wenn ich jetzt dieses Beratungsmandat vergebe, werde ich diesem Berater auch zusichern, dass ich die ausgleichenden Maßnahmen zum Ausgleich des Wettbewerbsvorteils auch einleiten werde. Das ist alles. Das Gesetz verhindert das natürlich nicht, dass wir das in die Ausschreibung des Konzepts aufnehmen. Ich glaube nicht, dass man das ins Gesetz schreiben muss. Das sollte wohl im Ermessen bleiben der Stelle und am Schluss die Teilnahmebedingungen bilden. Je nachdem entscheiden sie dann, wollen sie anbieten in der ersten Phase oder nicht. Wir wollen auch nicht den Vergabestellen, die Idee ist, dass wir den Vergabestellen relativ große Flexibilität lassen und gleichzeitig die Fairness einhalten. Ich habe schon gesehen, dass man mit dem Problem anders umgeht. Man kann durchaus mehrgliedrige Ausschreibungen vorsehen, wurde auch schon gemacht, beschwerdefrei von Vergabestellen, wo man Konzepte so ausgeschrieben hat, dass beim Zuschlag des Konzepts gleichzeitig die Realisierung, und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach als Option vergeben wurde. Da kommen natürlich die Dogmatiker und sagen, Cornavin, das ist ein Numerus Clausus der Verfahren, das geht alles gar nicht. Das stimmt nicht. Oder? Solange Sie das sauber machen, transparent, die Gleichbehandlung sicherstellen und dann eben sicherstellen, dass bei der zweiten Option, bei der Realisierung, dann das eben passiert, was Sie wollen, nämlich diese Offenlegung, ist dieses zweigliedrige Ausschreiben, das durchaus erfolgreich sein kann, ist ein guter Weg. Natürlich wird der Konzeptzuschläger hat eine, wie sagt man, Head Start oder eine Pole Position nachher bei der Realisierung. Und wenn man es geschickt macht, schon in der Ausschreibung, kann man den ein bisschen ausgleichen. Und mit dieser zweigliedrigen verhindert man dann auch, dass wir nochmal 6 bis 8 Monate Pause haben zwischen der Konzeptionierung und der Realisierung, was bei den 2 sequentiellen Ausschreibungen immer ein Riesenärgernis ist. Also man sollte versuchen, und das Gesetz lässt das offen, man sollte etwas Kreativität, das ist eben auch von den Anwendern erfragt, nicht nur von den Gesetzgebern. Das Gesetz lässt das offen, solange man die Grundsätze ernst nimmt, kann man innerhalb dieser Typen sehr frei gestalten. Und das wäre vielleicht mal eine Variante, ja? Nochmal. Nur, wir sollten dann das Thema wechseln, aber ja, damit. Aber nein, der einzige Punkt ist derjenige. Sie haben natürlich recht, das Gesetz schließt das überhaupt nicht aus. Aber es lässt auch keine Zusicherung zu. Das heißt, heute bleibt das Risiko zu 100% bei den Anbietern hängen. Also sie können mitmachen, sie können auch mit der ausschreibenden Stelle sprechen. Und wenn sie denen vertrauen, dass sie diese Maßnahmen ergreifen, ist das super. Und wenn sie Pech gehabt haben, dann wird es halt nicht gemacht und dann sind sie draußen. Ja, das Thema wechseln. Ich hätte noch sehr viele spannende Themen. Wie Sie sehen, ist auch dieses Thema nur erst angeritzt. Ich denke, das ist definitiv Stoff für nächste Jahre, die wir da leider absitzen müssen in diesen warmen, engen Räumlichkeiten. In diesem Zusammenhang möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Herrn Professor Trüb, dass Sie sich da den kritischen Fragen gestellt haben. Frau Schüle-Otz, dass
du da kreative Vorschläge gebracht hast, wie man das Gesetz noch anpassen könnte. Und das ist ja auch nur ein Vorentwurf, von dem her ist das vielleicht auch möglich. Und auch dir natürlich, Thomas Fischer, dass du da bist und uns immer begleitest, wenn es da auch aus der Sicht der Beschaffungsstellen geht, gute Ausgangslagen zu schaffen. Von dem her möchte ich mich ganz herzlich bedanken, aus zeitlichen Gründen leider zum Ende kommen dieser Podiumsveranstaltung und in dem Sinne noch einen Applaus bitten, kurz. Aber bitte gehen Sie noch nicht, weil wir haben noch voilà, die letzten zwei Slides, die Sie noch erdulden müssen. Genau, so. Das haben wir alles schon geschafft. Und in dem Sinn, ja, einfach nur noch ganz kurz die kleinen Ankündigungen. Es geht weiter. Wenn Sie das Thema IT-Beschaffungen interessiert, und darum sind Sie ja da, gibt es die Möglichkeit, im Oktober, November so Weiterbildungstage zu besuchen. Da werden aktuelle Themen wie kantonale, städtische Beschaffungen vertieft, erfolgreiches IT-Sourcing gelehrt, Beschaffung von Cloud-Services behandelt und Wartungs- und Supportverträge geschrieben. Und das ist in dem Sinn ein sehr interessantes Programm, das wir Ihnen anbieten können. Und wenn Sie das immer noch nicht erreicht, haben wir ein CAS ab nächstem Jahr an der Uni Bern, ICT-Beschaffungen, wo Sie es dann wirklich richtig lernen, auch wieder mit hochkarätigen Referenten, wie wir heute hatten. Ein Informationstag dazu am 8. September, finden Sie alles in den Unterlagen. Und jetzt ist der Werbeblock beendet. Ich möchte mich bedanken. Bitte füllen Sie doch das Feedback-Formular noch schnell, ganz schnell aus, wenn Sie einen Schreiber zur Hand haben. Und geben es beim Ausgang hier oder unten ab. Vielleicht dort schreiben Sie doch auch noch hin, bei welcher Fachsession Sie waren und ob Sie zufrieden waren oder nicht, weil das haben wir so in diesem Detaillierungsgrad leider nicht vorgesehen. Und genau, last but not least, auch etwas Literatur, Lektüre unterwegs mit Josef Schreiber, der Standardwerk zum Thema IT-Beschaffungen. Und damit schließe ich und lade Sie aber natürlich herzlich ein, beim Apéro nochmal anzustoßen auf diesen schönen Tag und vielen Dank, gute Heimreise.